Okay, unseren letzten Vortrag gibt es heute von Julia Krüger mit der Algorithmenregulierung. Ja, hallo. Ja, ich dachte mir, das sind nur zwei Vorträge heute. Da füge ich noch mal einen Neujahrsvortrag hinzu. Und so ganz im Sinne von Tuat, von dem Kongress. Mein Name ist Julia und ich stehe heute hier als freier Mensch. Also ich habe verschiedene Auftraggeber, die mich gelegentlich bezahlen. Und ich möchte nach einem kurzen Intro, nach einer kurzen Vorstellung so ein bisschen auf anachronistische Debatten in dem ganzen Thema eingehen, so ein bisschen Überblick geben, was eigentlich gerade für Vorschläge auf dem Tisch sind, so ein paar aktuelle Eindrücke, wohin die Debatte gerade läuft und genau enden tatsächlich mit drei persönlichen, sowas wie netzpolitischen Neujahrswünschen. Genau, wie ich dazu kam, sollte ich vielleicht noch kurz erzählen. Also eigentlich beschäftige ich mich mit dem Thema eher kurz. Also ich habe zwar sozusagen eine ganze Menge Digitalisierung verfolgt und mich auch schon relativ lange mit maschinellem Lernen und sowas beschäftigt, aber eigentlich habe ich, glaube ich, in dem Moment Blut geleckt, als das NetzDG zur Debatte stand und parallel zu dem NetzDG oder in Folge des NetzDGs alle großen Plattformen relativ stark investiert haben, um die Öffentlichkeit automatisiert zu regulieren, also um automatisiert sowas wie Hate Speech rauszufiltern oder sowas wie Fake News rauszufiltern. Und ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, okay, was macht das eigentlich? Und gerade Google hat da sozusagen so was wie Toxizitätsfilter entwickelt, die sozusagen die automatisierte Identifikation von Harassment gewährleisten sollen. Und das Ganze ist sozusagen so ein richtiges Experiment, weil es einerseits sozusagen den Fokus von strafbaren Inhalten verschiebt zu irgendwas, was ein Algorithmus als toxisch lernt. Es verschiebt irgendwie den Fokus von einer Idee auf die Sprache. Also früher war die Holocaust-Leugnung strafbar. Jetzt ist sozusagen die Frage, okay, wie ist das alles ausgedrückt? Und es verschiebt halt sozusagen die Frage, okay, entscheiden eigentlich Richter oder Politiker, was strafbar ist oder nicht, zu der Frage, okay, was wird da rein designt? Also irgendwie hatte ich Blut geleckt bei diesem ganzen Thema. Und dann bekam ich auch einen Auftrag, mich damit zu beschäftigen, welche Probleme es eigentlich bei der ganzen Frage von algorithmischer Regulierung gibt und welche Lösungsansätze da sind. Und hatte zuerst den Eindruck, dass irgendwie ganz, ganz viele öffentliche Debatten so völlig an der Technologie vorbeilaufen, wie sie gerade wie sie gerade sich entwickelt. Ganz schön kann man das eigentlich machen bei der derzeitigen, kann man sagen, Bibel. Also die meisten Leute lesen dieses Buch, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt Weapons of Mass Destruction, in der deutschen Übersetzung Angriff der Algorithmen. Und Cathy O'Neill hat da 2016 beschrieben, wie gerade in den Vereinigten Staaten, etwa im Bereich der Jobvergabe oder der Wohnungsvergabe oder der Kreditvergabe, wie diese Entscheidungen einfach maschinell getroffen werden. Und sie kritisiert vor allem, dass es normalerweise Also sie kritisiert nochmal die Unsichtbarkeit, also dass den meisten Leuten nicht bewusst ist, dass hier gerade Maschinen Entscheidungen treffen oder ihnen nicht bewusst ist, wonach diese Maschinen eigentlich Entscheidungen treffen. Sie kritisiert die fehlende Transparenz, also dass die meisten Algorithmen einfach proprietär sind und kaum jemand nachvollziehen kann, ob die eigentlich ordentlich funktionieren oder ob sie so funktionieren, wie sie sollen oder ob sie sozusagen den Zielen gemäß funktionieren oder ähnliches. Und sie kritisiert auch die Reichweite der Anwendung, also dass etwa Credit Scores nicht bloß dazu benutzt werden, um die Kreditvergabe zu entscheiden, sondern eben auch beispielsweise, um den Preis von Autoversicherungen zu bestimmen. Das heißt, im Worst Case kann jemand, der ein gutes Fahrverhalten an den Tag legt, aber wenig über finanzielle Ressourcen verfügt, dazu kommen, dass er mehr bezahlen muss als jemand, der betrunken Auto fährt, aber einfach ein gutes Konto oder wo das Konto gut gefüllt ist. Also das sind so Sachen, die sie kritisiert. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich mir, die meisten Beispiele, die sie hat, das sind sozusagen eigentlich ist die Anzahl von Variablen relativ überschaubar. Die haben zwar sozusagen einen geheimen Algorithmus oder so, aber eigentlich ist das sozusagen ein relativ kleines System mit, keine Ahnung, 50 Variablen oder so, die auf Grundlage von einer Umfrage oder so erhoben werden, die in einer bestimmten Art und Weise zueinander ausgewertet werden. Aber wenn sozusagen der Algorithmus offengelegt werden würde, wäre das Ganze noch relativ nachvollziehbar.
Aber was wir irgendwie jetzt mit dem maschinellen Lernen und mit der Entwicklung von Plattformen und mit den ganzen Daten in den Plattformen und in den Sensoren und Ähnlichem sehen, ist eigentlich die Entwicklung von sehr dynamischen, von einfach hochkomplexen Systemen, wo man mit so ganz klassischer Algorithmenkontrolle halt nicht mehr nachkommt. Gerade beim Predictive Policing kann man das ganz schön sehen. Früher war es so, dass Predictive Policing irgendwie zum Beispiel danach ging, wo zuletzt Einbrüche stattgefunden haben. Heute werden beispielsweise in Israel beim Predictive Policing eben auch Daten aus sozialen Netzwerken herangezogen, was die Menge und was daraus entsteht einfach sehr unüberschaubar macht. Genau. So die groß diskutierten Probleme sind auf jeden Fall natürlich Diskriminierung, wobei ich bei der ganzen Diskriminierungsdebatte, hallo, Florentin, ganz leise, jedenfalls bei der ganzen Diskriminierungsdebatte noch gar nicht weiß genau, wohin die läuft, weil eigentlich ist sozusagen Diskriminierung der Clou an algorithmischer Regulierung. Also Algorithmen können einfach unglaublich effektiv aussortieren. Und die Frage ist eigentlich nicht, wann Algorithmen diskriminieren, sondern wann Diskriminierung teilhaberelevant ist. Also wann wir sozusagen wirklich aufpassen müssen, dass eine bestimmte Inklusion in Systeme reindesignt wird oder nicht. Ein weiteres Problem ist auf jeden Fall, sind die Risiken von algorithmischen Systemen. Risiken beispielsweise infolge, also es gibt gerade im Game Design Entwicklung, wo sozusagen über Algorithmen designt wird, die bereits vortrainiert sind aus den USA. Also sozusagen, es gibt da sozusagen sehr, sehr komplexe Interaktionen von den Akteuren, die mit Algorithmenregulierung beschäftigt sind, was das Ganze sozusagen sicherheitsmäßig zu einem Problem macht. Es gibt natürlich auch, wie wir vielleicht aus der Diskussion von Fake News wissen, bereits automatisierte Verfahren, Algorithmen automatisiert zu beeinflussen. Also sozusagen, es ist ein unglaublich komplexes Thema. Und die Frage ist natürlich, wieder im Sinne des Kongresses, was tun wir jetzt? Und nachdem ich mir sozusagen die ganze Debatte so ein bisschen angeschaut habe, würde ich sagen, es gibt so eine Handvoll an Ansätzen, die sich auch grob ordnen lassen. Was den meisten zuerst in den Kopf kommt, wenn sie über das Thema nachdenken, ist natürlich irgendwie externe Forschung, Algorithmen-Auditing, also ein Test von Algorithmen. Das ist sozusagen in der Hinsicht so ein bisschen tricky, als dass das früher vielleicht noch relativ einfach möglich gewesen wäre. Also bei Algorithmen, die nicht selbst lernen, so bei traditionellen Algorithmen gehört das Algorithmen-Auditing auch zu den klassischen Techniken, wo sozusagen das Design überprüft wird, wo geguckt wird, okay, was ist das für ein Problem, funktioniert der Lösungsansatz, funktioniert die Modellierung, funktionieren die Daten, funktioniert die Implementierung, zu welchen Fehlern kommt es. Aber das Problem ist halt, dass bei den ganzen selbstlernenden Algorithmen und bei diesen hochdynamischen, sehr, sehr komplexen Systemen diese Form von Auditing nicht mehr funktioniert. Da konzentriert sich die Forschung im Regelfall darauf, dass man sozusagen Input-Output-Tests macht. Also dass man guckt, was sozusagen für Daten reingegeben werden und was sozusagen hinten rauskommt. Das Problem ist hier, dass man eigentlich immer Zugriff zu Daten braucht. Und natürlich sozusagen die meisten Plattformen diese Daten nicht so einfach rausrücken. Da stehen im Regelfall AGBs dagegen, das weiß Michael Krall ganz genau, weiß ich. Da stehen normalerweise Geschäftsgeheimnisse dagegen. Da stehen aber auch solche Sachen wie Informationssicherheitsgesetze gegen oder auch zum Teil Urheberrecht. Also das ganze Thema von Algorithmen-Auditing ist sehr komplex. Algorithm Watch hat da im letzten Jahr ganz interessante Projekte gemacht, wo Datenspenden ausgewertet wurden, beispielsweise um sozusagen die Personalisierung von Googles Suchanfragen zu verstehen. Das ist, glaube ich, im Einzelfall möglich, aber es ist sozusagen sehr, sehr komplex. Es gibt auch irgendwie Entwicklungen, wie man Algorithmen entwickeln kann, die sozusagen Aufschluss darüber geben, welche Variablen zum Schluss dabei rauskommen, aber das ist halt alles noch in Entwicklung. Also das heißt sozusagen, Algorithmen-Auditing geht tendenziell, ist ein sehr experimentelles Verfahren gerade, aber ich würde sagen, im Moment halt für sehr ausgewählte Fälle, wo dann das nächste Problem auftaucht, die ausgewählten Fälle. Ich glaube, im Moment hat kaum irgendjemand einen Überblick, wo welche Algorithmen oder welche algorithmischen Entscheidungssysteme überhaupt im Einsatz sind. Ich glaube, das wäre sozusagen eine ganz, ganz zentrale Forderung, dann Überblick herzustellen, Monitoring über die technische Entwicklung, über die Anwendungen, aber eben auch über Risiken.
Da würde sich tatsächlich anbieten, dass man eine staatliche Institution aufbaut, dass man eine Digitalagentur hat, die da Überblick erstmal gibt und die aufzeigt, okay, wann müssen wir jetzt wirklich uns mal was genau angucken. Genauso interessant wäre eigentlich sozusagen die Förderung von Kompetenzen bei existierenden Institutionen, um eigentlich sozusagen die Entwicklung von algorithmischen Entscheidungssystemen an Policy-Ziele ranzuführen. Was gibt es sonst noch? Es gibt, das fand ich total lustig, als ich das gelesen habe, in der amerikanischen Diskussion sowas wie Transparenzverpflichtung, Algorithmenfolgeabschätzung, das wurde kurz zu meinem Lieblingswort. Man könnte sozusagen die Betreiber dazu verpflichten, etwas über Ziele, über Methoden, Resultate und Evaluation von algorithmischen Entscheidungssystemen auszusagen. Das würde zumindest eine Grundlage geben, dafür zu wissen, wovon man überhaupt bewertet ist. Also das ist gar nicht so uninteressant. Es gibt was Ähnliches für den Bereich Diskriminierung, also Diskriminierungsfolgeabschätzung. Da ging es darum, dass man zum Beispiel für denselben Anwendungsbereich möglicherweise für unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Algorithmen, Systeme mal ausprobiert und guckt, wie stark welche diskriminierenden Effekte für welche Gruppen auftauchen oder so. Das fand ich auch ganz schön. Es gibt natürlich dann so die ganz klassischen Fragen, Stakeholder-Partizipation, Ethical Coding, da habe ich das Gefühl, dass ich hier in der Runde vielleicht nicht so viel erzählen muss, aber was ganz interessant ist und was auch so ein bisschen an das anschließt, was Volker eben gesagt hat von der digitalen Gesellschaft, was ganz toll wäre, wäre bestimmte Informationsgleichgewichte herzustellen, also dass sozusagen nicht bloß die großen Player über Daten verfügen, auf denen sich Algorithmen trainieren lassen, bestimmte Anwendungen entwickeln lassen, sondern eben auch Alternativen entstehen. Und da ist halt die Datenbankenrichtlinie tatsächlich sozusagen einer der Haupthindernisse oder eines der Haupthindernisse, weil solange keine Rechtssicherheit für Datenbanken mit offenen Daten bestehen, ist sozusagen, ist halt unsicher, ob es sich lohnt zu investieren. Weshalb ich aber diesen ganzen Vortrag hier überhaupt gemacht habe, ist sozusagen mein letzter Punkt. Also ich hatte mir sozusagen die ganze Diskussion so ein bisschen angeguckt im amerikanischen Raum, im englischsprachigen Raum und muss sagen, dass was immer wieder am radikalsten ist, wenn es darum geht, algorithmische Entscheidungssysteme an richtige Ziele oder an richtige Werte anzubinden, kommt man immer wieder auf die Frage von Daten zurück. Also immer wieder auf die Frage, okay, welche Daten dürfen überhaupt benutzt werden? Können wir die einsehen? Können wir die korrigieren? Und so weiter und so fort. Das sind die radikalsten Vorschläge dort. Und dann habe ich natürlich noch mal kurz irgendwie in die europäische und deutsche Gesetzeslage reingeguckt und dachte mir, okay, das ist eigentlich ein Großteil dessen, was wir für eine ordentliche Algorithmenregulierung bräuchten, steht in der Datenschutzgrundverordnung bereits drin. Wir haben da beispielsweise natürlich, also in den Artikeln 13, 14 und 22 sind hier die wichtigen, wir haben natürlich das Recht auf Informationen bezüglich personenbezogener Daten drin, wir haben natürlich das Recht auf Korrektur und Widerspruch. Wir haben aber auch bereits drin, bei automatisierter Entscheidungsfindung oder Profiling, dem Recht auf Information bezüglich der involvierten Logik, Tragweite und angestrebten Auswirkungen. Also es ist relativ weitgreifend. Es gibt auch in der Datenschutzgrundreform das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu sein, mit verschiedenen Ausnahmen. Und es gibt auf jeden Fall, wenn man dann sich entscheidet, doch der automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen zu sein, das Recht auf Erwirken des Eingreifens eines Menschen. Also was diese Datenschutzgrundverordnung eigentlich sagt, ist, dass sozusagen bei automatisierten Entscheidungen erklärt werden können muss, wie die funktionieren, was ungefähr die Ergebnisse sind und welche Tragweite die ungefähr haben und was ich tue, wenn ich damit nicht einverstanden bin. Das Problem ist natürlich die Implementierung. Die Implementierung insofern, also Implementierungsprobleme gibt es, glaube ich, ganz viele. Aber ich würde hier gerne auf zwei eingehen. Einerseits die Frage der Autonomie solcher Entscheidungssysteme. Die meisten Entscheidungssysteme, wie sie gerade in Arbeitsämtern oder in Krankenhäusern eingesetzt werden, sind halt keine automatisierten Entscheidungssysteme, sondern nur Empfehlungssysteme. Die fallen dann sozusagen tendenziell raus. Und dann gibt es theoretisch noch das Problem, dass eine ganze Reihe an Profiling oder an neueren Profiling-Entwicklungen nicht auf personenbezogene Daten zurückgeht, sondern eher auf Daten, die von der E-Privacy-Direktive gedeckt wären, nämlich auf Kommunikations- und Metadaten. Also wir brauchen wirklich unbedingt die E-Privacy-Direktive.
Und bei der Implementation noch ganz interessant ist eigentlich ein Ansatz, der aus England kommt, vom Oxford Internet Institute, von Sandra Wachter und so ein paar Kollegen. Und die schlagen vor, also das Problem ist sozusagen diese, wie man algorithmische Entscheidungen erklärt, wenn eigentlich man es mit Blackboxen zu tun hat, also wie man das irgendwie aufdröselt. Und die haben gesagt, okay, wir wollen gar nicht die Blackbox öffnen, möglicherweise kann man auch erklären, was ein Mensch tun müsste, um eine automatisierte Entscheidung zu ändern. Also wenn man sozusagen einen Kreditantrag stellt und der abgelehnt wird, dass man dann sozusagen eine Begründung kriegt, wie hoch das Jahreseinkommen hätte sein müssen, damit das bewilligt wird. Das fand ich sehr interessant, weil es tatsächlich mal Recht in Code übersetzt irgendwie. Aber es ist trotzdem sozusagen sehr schwierig, weil einfach auf ein sehr komplexes System ein noch komplexeres System draufgesetzt wird. Genau. Wie auch immer, was ich vielleicht sagen wollte, ist, dass es für mich ein bisschen komisch ist, dass seit einem halben Jahr jetzt der Algorithmendiskurs sehr, sehr stark ist und dahinter der eigentliche Datenschutzgrundverordnungsdiskurs sehr verschwindet. Das finde ich sehr bedenklich. Also ich glaube, Benjamin hat einführend gesagt, dass ein Grund dafür, dass die zivilgesellschaftliche Stimme so schwach ist, darin besteht, dass der Sicherheitsdiskurs überhand genommen hat und dass sozusagen Rechtsruck da ist. Ich glaube, ein anderer Grund besteht einfach darin, dass die Diskurse extrem auseinanderfallen, die sozusagen eigentlich dieselben Themen betreffen. Genau. Ich fasse mich jetzt mal kurz und überspringe hier so ein paar Sachen. Und gehe einfach auf den letzten Punkt ein. Wenn man sagt, wohin algorithmische Regulierung führen kann, dann hilft sozusagen der vielleicht Dreiteilung eines Wissenschaftlers sehr, der heißt Klaus Lenk. Der sagt, okay, bei der klassischen Regulierung war eigentlich Zwang, Einreize und Indoktrination vom Staat im Mittelpunkt. Bei der Algorithmenregulierung geht es wesentlich stärker um Kontextsteuerung. Es zielt einerseits auf eine zwingende Verhaltenssteuerung durch technische Architekturen statt durch imperatives Recht, das ist Nudging, und ist auf jeden Fall sozusagen gekoppelt mit der Verhaltensbeeinflussung durch Personalisierung, also durch sozusagen die Gestaltung der informationellen Umgebung von Menschen und Organisationen. Also die Menschen lernen, was ich will und sagen mir dann, was ich wollen soll. Das Ganze ist zum Teil Selbstorganisation durch Algorithmen und Plattformen, zum Teil gesteuert. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Bereich und wird sozusagen natürlich nochmal ergänzt durch die Profilbildung für die Zuweisung von Positionen und Lebenschancen. Also es ist ein extrem hochkomplexe Angelegenheit. Ich glaube, die Zeit ist jetzt auch echt fortgeschritten, ne? Kann das sein? Genau, da ist sozusagen die Frage, ist noch in Englisch. Meine persönlichen Fragen fürs neue Jahr wäre eigentlich, wie man das hinkriegt, dass sozusagen diese verschiedenen Debatten für eine Positionierung der Zivilgesellschaft wieder zusammengefasst werden. Wie man das hinbekommt, gerade wenn auch die Personalisierung so stark ist, dass man überhaupt die Probleme algorithmischer Entscheidungsfindung mitbekommt. Also hier wären Folgeabschätzungen ein Mittel, aber sozusagen wo hakt es wirklich, das ist sehr schwierig zu sagen. Und ich bin immer neugierig, wenn jemand sozusagen von ganz konkreten Entscheidungssystemen weiß oder da ein bisschen mehr zu tun hat, gerne mich ansprechen. Da bin ich immer sehr neugierig, um weiter zu lernen. Vielen Dank. Hat jemand eine Frage? Bei deinem Vortrag ist mir in den Kopf gekommen, wenn Leute Algorithmen schreiben, dann ist es die eine Sache. Aber wie ist es mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz? Wenn Systeme entwickelt werden, wir haben ja das Problem schon, wo Maschinen neuronale Netze abbilden und dann selbstständig lernen. Also man gibt denen bestimmte Zielvorgaben vor und die verschalten sich dann und man hat am Ende gar keinen Durchblick mehr, was dieses neuronale Netz mit den Daten eigentlich macht. Das ist also tatsächlich nicht mehr so, dass wir die Algorithmen selber programmieren, sondern wir geben nur die Ziele vor, was die Algorithmen erreichen sollen und die KI übernimmt das dann. Und das hat dann
teilweise sehr abstruse Ergebnisse. Zum Beispiel wurde so ein System trainiert, das sollte die Steuerung eines Panzers übernehmen und dann auf Sachen feuern und hat dann in einem Wald dann auf die Bäume gefeuert, weil es dann harte Schatten bei einer anderen Lichtsituation in seinem Trainingsprogramm übernommen hatte und daraus gelernt hat, okay, Panzer sind überall da, wo harte Schatten auftreten. Und wenn wir den Einsatz von KI in diesem Bereich verbieten. Würde ich da schlussfolgern. Was meinst du? Ob wir jetzt KI in bestimmten Bereichen verbieten sollen? Wenn es um solche Bereiche geht wie Predictive Policing, beispielsweise, was du in deinem Beispiel angeführt hast, da wird die Sache ja sehr, sehr gefährlich. Da haben wir dann gar keine Kontrolle mehr darüber, weil wir die Algorithmen nicht mehr kontrollieren. Ich glaube, ich stimme dir zu. Ich glaube, es würden dir viele Wissenschaftler zustimmen und es gibt auch gerade relativ prominente Forderungen von AI Now beispielsweise, was sozusagen eine der großen Wissenschaftskonferenzen in den Staaten ist, Algorithmen in bestimmten Bereichen zu verbieten. Ehrlich gesagt, die haben sozusagen die Forderung nach einem Verbot in fast allen öffentlich elementaren Bereichen. Ich nehme an, dass sich das nicht durchführen lässt. Ich weiß, dass zum Beispiel im Bereich autonomer Waffensysteme ganz interessanterweise einen internationalen Common Sense gibt, dass man das sozusagen nicht nur Algorithmen überlassen kann. Allerdings ist sozusagen so ein bisschen unklar, an welchem Punkt die menschliche Intervention noch greifen soll, ob die sozusagen bei der Zielauswahl oder beim Schuss oder wo auch immer, ob sie nur Verteidigung oder Angriff betreffen soll. Also sozusagen, ich vermute, dass du recht hast, aber dass man sozusagen sich sehr genau überlegen müsste, wie man international eine ganze Menge von Staaten dazu bringt, eine solche Entscheidung zu treffen. Also es gibt mein persönliches Lieblingsbeispiel für die ganze Diskussion ist eigentlich im Moment immer die Prediction im Medizinbereich. Also sozusagen, wenn man sagen könnte, okay, wir haben Herz-Kreislauf-Patienten, wir könnten mit einer ganzen Menge Daten sagen, wen man effektiverweise auf eine bestimmte Station schickt oder nicht. Ja, welche Daten lasse ich da sozusagen einfließen? Lasse ich da Gendaten einfließen? Lasse ich da Medizindaten einfließen? Lasse ich da Social Media Daten einfließen? Mache ich das überhaupt? Welche Zusammenhänge zeigen sich? Was erlaube ich diesem System? Ich weiß nicht genau, ob man es verboten kriegt. Ich glaube, man kann es eigentlich nur versuchen, sozusagen beteiligte Akteure mit reinzuziehen und sozusagen das Systemdesign so zu gestalten und so auszutesten, dass möglichst wenig passiert. Also um da mal kurz aus der Forschungssicht anzuknüpfen. Also ich bin ja seit über 30 Jahren in der Informatik und was in den letzten paar Wochen und Monaten bei dieser Zero-Künstlichen Intelligenz von Google und die also Go und Schach adressiert hat, hat mich eigentlich wie ein Hammer von den Kopf geschlagen. Also da haben wir eine Situation, dass wirklich KI-Systeme aus dem Nichts Go und für mich noch schlimmer Schach so weit gemacht haben, dass ich irgendwie ich habe in meiner Jugendnationalmannschaft Landesmeister gespielt, habe 30 Jahre Schachprogrammierung verfolgt und die Art, wie diese neue künstliche Intelligenz die bisherigen Schachweltmeister und Schachcomputerweltmeister zertrümmert hat, war wirklich gruselig, um keinen anderen Begriff zu sagen. Und um Elektra vielleicht mal anzuknüpfen, ich glaube, und das ist mein Hacker- und Wissenschaftsspirit, wir können Algorithmen nicht verbieten. Was wir allerdings dringend regeln müssen, ist der Einsatz in hoheitlichem Bereich. Also so Sachen wie, dass die Bewährungsauflagen von der KI abhängig ist. Das ist eine Sache, wo ich einfach sage, das halte ich im Moment nicht verantwortbar, weil, wie gesagt, alle Leute, die die Illusion haben, Algorithmen oder Startvorgaben zu reglementieren, sei darauf hingewiesen, es gibt so künstliche Intelligenz, die praktisch aus dem Nichts entstehen. Und das sind wirklich Herausforderungen, die, denke ich, für die Forschung sehr faszinierend sind und für die Gesellschaft, Entschuldigung, wenn ich dieses Wort benutze, wirklich gruselig sind. Gibt es noch andere Fragen? Ja. Ah. Komme ich mal vorbei. Ich gebe mal zur Diskussion
wenn die künstliche Intelligenz im Krankenhausbereich eingesetzt wird, die schlechte Prognose eines Patienten wird dann rumgereicht von denjenigen Ärzten, die befürchten, dass ihr Scoring dann negativ ausfällt, wenn der Patient stirbt. Das ist Realität heute schon. Und da kollidiert also die künstliche Intelligenz. Die wird also wahrscheinlich, also mit dem menschlichen Faktor, der da einbezogen wird, auch das Beispiel jetzt dieses Gefährders, der da festgenommen wurde, kurz vor Weihnachten, der sich einen Film des MDR angesehen hat, ob die Sperren dicht sind. Ich habe denselben Film auch gesehen. Ich habe mich gewundert, dass bei mir keine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Aber solche Dinge können passieren mit der allgemeinen menschlichen Logik, dieser Polizeilogik. Das ist ein Gefährder. Und diesem Beispiel aus dem Krankenhausbereich. Gerade in großen Universitätskliniken passiert genau das. Und zwar schon seit Jahren. Ja, danke schön. Also das mit dem Krankenhaus ist ein spannendes Beispiel insofern. Also im Moment ist es zumindest, was den analytischen Bereich angeht und die Personalisierung von Medizin, noch nicht ganz so stark entwickelt, weil da also fast überall in der Welt sehr hohe Datenschutzprämissen drauf liegen. Oder es ist sozusagen ein bisschen unklar. Ich weiß auch, dass die Systeme existieren, wenn man mit allen Leuten spricht, ist es irgendwie so, aber es ist zumindest noch nicht so gut, wie es sein könnte, wenn man sozusagen bildgebende Verfahren analysiert oder so. Und ich habe vorhin so an der Hälfte des Beispiels ein bisschen Stopp gemacht. Also wenn man sozusagen sich überlegt hätte, dieses algorithmische System zu entwickeln und es fertig gebaut hätte und alles, entschieden hätte, welche Daten, welche Zusammenhänge da sozusagen entscheiden sollen, hätte man natürlich immer noch das Problem, worauf optimiert man es eigentlich? Optimiert man es auf das Renommee des Doktors oder optimiert man es auf die Krankenhausauslastung? Optimiert man das Ganze auf das Patientenwohl? Also in der ganzen Debatte sind unglaublich viele Werturteile drin, die sozusagen im Moment irgendwie, irgendwo von irgendwem getroffen werden. Also es ist sozusagen wirklich ganz schön gravierend. Danke für den Kommentar. Alles klar. Dann vielen Dank für den Vortrag. Sorry, Sven. Okay, das war's mit dem 68. Netzpolitischen Abend, dem ersten Netzpolitischen Abend dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Rutsch gehabt, wünsche euch ein frohes neues Jahr und hoffentlich kommt ihr auch zum nächsten Netzpolitischen Abend. Der findet nämlich am 6. Februar statt. Genau, dann vielen Dank fürs Kommen.